New York City. Uhr. Ein weiteres Flugzeug ist vom Radar verschwunden und steuert direkt auf das Pentagon zu. Um 9.37 Uhr ist Alan Wallace bei seinem Löschfahrzeug vor der Westmauer des Pentagon. Wir sind an der rechten vorderen Ecke des Löschwagens vorbeigegangen. Nach 5 Metern, da schaue ich zufällig nach links oben und sehe ein Flugzeug. 9.38 Uhr. Die Boeing 757 fliegt jetzt mit 850 Stundenkilometern und ist eine Sekunde vom Aufprall entfernt. Sie fliegt so niedrig, dass sie 3 Straßenlaternen umwirft und knallt dann in die Westseite des Pentagon. Eine Überwachungskamera fängt die unmittelbaren Folgen ein. Das ist das einzige Fotomaterial, das vom Aufprall existiert. Das Flugzeug bricht durch die Westmauer. Kevin Schäffers Büro im Erdgeschoss wird direkt getroffen. Ich kann mich an einen gigantischen Feuerball erinnern. Alles explodierte und ich wurde zu Boden geworfen. Ich hatte Feuer gefangen und ich wusste, dass ich die Flammen löschen musste, aber es passierte alles so schnell und ich war durch den Schock im wahrsten Sinne des Wortes wirklich desorientiert. John Yates und Marilyn Wills sind im 1. Stock, unmittelbar über der Aufprallzone. Ich verbrannte mich an allem, was ich anfasste. Alles war sofort heiß wie im Inneren eines Ofens. Ich konnte Wasser von den Sprinklern auf meinem Rücken spüren. Jemand packte mich hinten an der Hose. Ich sagte, halt dich an mir fest und lass nicht los. Ich hab dich, wohin ich auch gehe. Wir kommen hier raus. Wir fingen an zu kriechen. Ich zuerst und eine Zivilistin hinter mir. Ich wusste nicht, dass noch mehrere Leute hinter ihr waren, denn man konnte niemanden sehen. Wenn man die Hand vors Gesicht hielt, konnte man sie nicht erkennen. So dunkel war es und überall war Rauch. Die Frau hinter mir zog an meiner Hose und sagte, sie könne nicht mehr weitergehen, weil der Rauch zu intensiv sei. Sie sagte, bei jedem Atemzug tut es mir weh. Ich hatte meinen schwarzen Armeepullover an und hielt ihn unter die Flüssigkeit, die von der Decke tropfte, was immer das auch war. Ich lutschte daran, weil mein Mund sich anfühlte, als würde er brennen. Und dann gab ich ihn ihr und sagte, lutschen Sie daran. Nicht runterschlucken, nur lutschen und ausspucken. Im Kommunikationszentrum für Verteidigungssicherung des Gebäudes gehen verzweifelte Anrufe von eingeschlossenen Angestellten ein. Dort werden die Rettungsaktionen koordiniert und die Mitarbeiter bleiben selbst nach der Evakuierung an ihren Schreibtischen. Im 3. Stock, 7,5 Meter über der Einschlagstelle des Flugzeugs, wird Bobby Hoke durch sein Büro geschleudert. Durch dicken, schwarzen Rauch wird der Tag zur Nacht. Bobby und 4 Kollegen ringen nach Luft und suchen verzweifelt einen Weg nach draußen. Aber mit dem Fluchtweg gibt es Probleme. Südlich von uns war der Boden offensichtlich aufgerissen und das sah nicht stabil aus. Wir hatten Angst und wir waren in einem sehr beengten Raum. Alan Wallace geht schnell in Deckung. Er erleidet nur geringfügige Schnitte und Verbrennungen. Durch die Explosion fängt sein Löschfahrzeug Feuer, aber ohne zu zögern klettert er in den brennenden Wagen, um Unterstützung anzufordern. Okay, haben verstanden. Achtung an alle, Flugzeugeinsturz im Pentagon. 9.40 Uhr. Der Verkehr auf den Straßen um das Pentagon kommt zum Erliegen. Rettungsmannschaften müssen sich hindurchkämpfen, um das Katastrophengebiet zu erreichen. Dicker, schwarzer Rauch schnürt Kevin Schäffer die Luft ab. Aber als er über heißen Schutt und durch loderndes Feuer kriecht, entdeckt er einen möglichen Fluchtweg. Ich konnte nur einen kleinen Lichtschimmer sehen. Alles war durch den Rauch verdunkelt. Ich versuchte, mich zu diesem Licht durchzukämpfen und kroch dabei durch ein Loch. Es war offensichtlich gerade erst herausgesprengt worden. Oben im 1. Stock sitzt Marilyn Wills immer noch in der Falle. Wir fingen an, auf den Fensterrahmen zu schlagen, mit Händen und Füßen und den Handballen. Plötzlich sprang der Rahmen auf. Die Frau hinter mir war viel älter als wir alle. Wir wussten also, dass sie zuerst gehen musste. Und ein Soldat hatte ernsthafte Verbrennungen, sodass wir ihn runterließen. Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch mein Chef und ich am Fenster.
Ich wusste, dass meine Kollegin noch irgendwo hier war, denn sie hatte kein Meeting und ich wusste, dass noch mehrere andere Leute da drin sein mussten. Er sagte mir, ich sei an der Reihe, aber ich meinte, ich könnte nicht, weil ich nochmal zurückgehen wollte. Er gab mir sozusagen den Befehl, sie steigen jetzt sofort aus dem Fenster. Das war für mich das Schlimmste, denn ich wusste, dass da noch Leute drin waren. Mir war aber klar, dass es Selbstmord wäre, zurückzugehen. Dann bin ich also aus dem Fenster geklettert. 9.45 Uhr. 10 Löschfahrzeuge kämpfen um die Kontrolle über das glühende Inferno. Provisorische Hilfsmannschaften behandeln die Opfer, die entkommen konnten. An der brennenden Westmauer hilft Alan Wallace denjenigen, die aus den oberen Fenstern zu klettern versuchen. Das Gebäude stand in Flammen. Die Leute, die herauskamen, hatten schreckliche Angst. Sie waren verletzt, verbrannt oder wussten nicht, wo sie waren. Feuer kam aus der oberen Fensterhälfte und Rauch aus der unteren. Und da versuchten die Leute herauszukommen. Während das Inferno wütet, ist es den Feuerwehrleuten unmöglich, den Eingeschlossenen im dritten Stock zu helfen. Schwarzer Rauch zieht in Schwaden von beiden Enden des Korridors. Bobby Hoke und seine 4 Mitarbeiter suchen weiter nach einem Ausweg und treffen wieder auf den Riss im Boden. Da war jetzt ein richtiger Spalt und es hatte sich noch weiter gesenkt. Man konnte sehen, wie das Feuer durch den Boden nach oben drang. Sie sitzen in der Falle. Die Chancen stehen schlecht. Einige junge Leute sagten, hier ist ein Weg raus. Da kommt man raus, hier entlang. Wir fragten nicht weiter, wir hielten uns aneinander fest und krochen rüber in Richtung Tür. 9.55 Uhr. 17 Minuten, nachdem sich das Flugzeug ins Pentagon gebohrt hat, hören Feuerwehrleute, wie das Gebäude ächzt und kracht und riesige Stücke des Bodens sich senken. Es steht kurz vor dem Einsturz, sodass sie das Gelände schnell evakuieren. 9.57 Uhr. 19 Minuten nach dem Aufprall stürzt ein 23 Meter großer Teil des Gebäudes ein. Es vergehen lähmende 10 Minuten, bis die Feuerwehrleute grünes Licht bekommen, mit den Rettungsarbeiten fortzufahren. Wie durch ein Wunder schaffen es Kevin Schäffer, Marilyn Wills, John Yates und Bobby Hoke rechtzeitig nach draußen. Sie und andere Überlebende werden sofort in Rettungshubschrauber und Krankenwagen gebracht. 11.30 Uhr. Das Feuer brennt nun so heftig, dass die Feuerwehrleute fast 24 Stunden brauchen, bis sie die letzten Flammen löschen können. Zum ersten Mal in der Geschichte Amerikas greifen Terroristen den Hauptsitz der Verteidigung der mächtigsten Nation der Welt an. Indem wir die Ereignisse dieses Tages wieder zurückspulen und alles gründlich untersuchen, können wir aufdecken, was passiert ist. Modernste Computergrafik wird sie dorthin führen, wo keine Kamera hinkommt, in das Zentrum der Katastrophe. Dieser Terroranschlag kostet 184 unschuldigen Opfern das Leben, 59 Passagiere und Besatzung und 125 Pentagon-Mitarbeiter. Fast 23.000 Menschen arbeiten täglich im Pentagon. Als das Flugzeug mit 850 Stundenkilometern das Gebäude rammt, ist es vollgetankt mit 20.000 Litern Treibstoff. Es wird zu einem Sprengkörper, dessen Stärke fast 500 Kilogramm TNT entspricht. Das Gebäude hätte in weit größerem Maß zerstört werden müssen. Wenn Untersuchungsbeamte herausfinden können, wieso große Teile des Pentagon unversehrt blieben, können sie mehr Menschen in Amerika und der ganzen Welt schützen. Das FBI kümmert sich um den kriminellen Teil und die amerikanische Gesellschaft für Ziviltechnik stellt ein Team von 6 Brand- und Bauexperten zusammen, die den Schaden am Gebäude untersuchen sollen. Aber die Ermittlungsbeamten beginnen nicht beim Gebäude. Zuerst müssen sie sich auf den Flug konzentrieren und untersuchen, wie das Flugzeug ins Pentagon eindrang. Als erstes hören sie sich Aufzeichnungen der Flugsicherung an. 78 Minuten vor dem Aufprall. Der American Airlines Flug 77 wird zum Start freigegeben. American 77, die Abflugfrequenz ist 125,05, Startbahn 3.0, startklar. 125,05, Startbahn 3.0, startklar. Diese Aufzeichnungen zeigen, dass das Flugzeug in den ersten 31 Minuten den Kurs hielt und in Verbindung mit der Flugsicherung stand. 44 Minuten bis zum Aufprall.
Daten von der Blackbox beweisen, dass der Flug zu einer 180-Grad-Kehrtwende ansetzt und über West Virginia wieder Kurs nimmt Richtung Ost. 42 Minuten.